Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Moritz Jakob von den Frakta und ich bin in Baphomets Fluch Teil 1 in der Director's Cut Version. Und das ist eine Point-and-Click-Adventure-Reihe. Im englischen Original heißt das Broken Sword, die Reihe, zerbrochenes Schwert. Nur für den deutschsprachigen und den französischsprachigen Raum hat es andere Titel gekriegt. Im deutschsprachigen Raum eben Baphomets Fluch, 1 bis 5 mittlerweile. Und im französischen Raum ist es Les Chevaliers de Baphomet, also die Ritter von Baphomet. Und Director's Cut bedeutet in dem Fall, Baphomets Fluch ist von 1996. Was nicht so weiter tragisch ist, weil das ein Comic-Grafik-Stil-Spiel ist und dementsprechend gut gealtert ist. Ja, eine schöne 2D-Comic-Grafik, die sieht auch roundabout 20 Jahre später immer noch anständig aus. Das Problem ist dann eher so die Auflösung. Aber ich habe ja hier die Director's Cut-Version von 2010 vor mir. Da wurde ein bisschen aufgehübscht, ein bisschen überarbeitet, ein bisschen ergänzt, ein bisschen erweitert. Ja, das ist quasi die Version 1.5, könnte man sagen. Ich glaube, es wurde auch ein bisschen was verändert, sodass man einen zweiten Charakter spielen kann. Im alten Original, glaube ich, war das nicht so möglich. So, ich würde aber sagen, bevor ich euch hier wieder im Menü was ins Ohr drücke, mal kurz Optionen. Das finde ich auch cool. Unter Fortsetzen findet man die Sound Einstellung. Gut, das habe ich gemacht. Dann. Paris. Stadt der Liebe, Romantik und Träume. Sagt man. Das habe ich auch mal gedacht. Aber seit jenem Tag, dem Tag des Mordes, denke ich bei meinem geliebten Paris auch immer an den Tod. Ich liege also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft. Kolla, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal, sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja genau, den Pierre Cachon. Keine Fotos, also lass deine Knipse zu Hause. Er hat selbst nach dir verlangt, ausdrücklich. Frag mich nicht warum. Egal, könnte eine große Sache sein. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln. Ja sagen und weiter mitschreiben. Wie charmant und überaus zutreffend. Pierre Cachon ist ein Medienkönig, ein Nationalheld und einer der berüchtigsten Ehebrecher in ganz Europa. Er und seine Frau Imelda sind nur einen Hauch von der Königswürde entfernt. Hey, ich hasse Pantomimen, aber wenn man nicht auf sie eingeht, hauen sie nie ab. Da bin ich also, der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich klingle und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nico Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Kommen Sie rauf, wir sind im ersten Stock. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht.
Werden Sie beim Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Ah, die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Kerchon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre, bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss... Imelda, deine verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Nach einer Ming-Vase zum Teufel, nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste. Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame. Das war aber keine Katze. Mein Gott! Was? Monsieur Cachon? Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hier bleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie, er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste. Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich, Nico Collard, alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten oder den Fall selbst untersuchen? Die Antwort ist wohl klar. Okay. Jetzt finde ich das natürlich großartig, eine Journalistin an einem Mordtatort von einem Politiker will selbst rumschnüffeln und irgendwas am besten noch irgendwas anfassen oder Beweise unterschlagen. Großartig, da freut sich jeder Polizist. So, Alter, von mir aus. Was mit der Maus? Wie spinnt meine Maus? Die bewegt sich schon wieder so schwammig. Eine Büste von Pierre Carchon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. Eine Büste von sich selbst. Der war sehr von sich selbst überzeugt, oder? Schon wieder Pierre Carchon. Seine Augen scheinen jeder meiner Bewegungen zu folgen. Gespenstisch. Selbstverliebter Trottel. Also ich kenne Musiker, die haben eine Büste von Beethoven. Ich kenne Offiziere, die haben eine Büste von Cäsar oder Napoleon. Aber Leute, die von sich selbst Bildern und Büsten aufstellen, ich weiß auch nicht. Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Ich habe diesen Mörder schon mal gesehen und sogar über ihn geschrieben. Der Kostümmörder. Zumindest habe ich ihn so genannt. Sieh die Einschusswunde. Manche Leute ekeln sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. Das sieht seltsam aus. Der wurde in den Rücken geschossen. Weil hier ist hier nirgendwo eine Eintrittswunde. Das Hemd ist ja okay. Ja, aber warum ist dann hier vorne Blut? Ist die Kugel unterm Rippenbogen durch? Und hat hier vorne, aber dann wäre sie doch hier ausgetreten, aber hier trotzdem. Haben wir eine 9mm aus nächster Nähe durch die Stelle gejagt, unterhalb vom Rippenbogen? Dann wäre er nicht so schnell tot. Er würde noch eine Zeit lang krakeelen. Carchon wurde erschossen. Echt? Dass er nicht vergiftet wurde? In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie,
Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ich wollte es gerade sagen, Mietje. Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. Ich schließe seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Genau, noch ein paar Fingerabdrücke verteilen. Ich öffne seine Augen lieber. Ich sollte den Tatort unverändert lassen. Das Thema ist durch, Mädche. Okay, scheinbar sonst... Carchon wurde erschossen. Okay, nichts Neues. Gut. Ein kleines, rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Warum denn so weit oben? Die schneidet man doch hier unten rein, damit man die Klinke öffnen kann. Ich will mich nicht schneiden und Blutspuren am Glas hinterlassen. Mag sein, dass ich da altmodisch bin, aber ich behalte meine DNA lieber für mich. Ja, aber Fingerabdrücke können wir verteilen. Der Mörder muss die Leiter benutzt haben, um an das Fenster ranzukommen. Er ist schon lange weg. Wahrscheinlich hat er die Leiter zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt und mitgenommen. Das Regal ist voller obskurer Erstausgaben. Die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt und ich muss sie finden. Ist das mal grässlich eingerichtet? Ich schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. Aber in so einem Palais wollte ich hier nicht wohnen. Kostet einen Haufen Geld, das ist so eine Halde. Nicht mal mit dem Fingernagel komme ich in ein so winziges Loch. Ja, da war es doch die Haarklammer, Mädchen. Aha, Nico. Du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Statt Imelda zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und außerdem war sie ziemlich unhöflich zu mir. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. Vielleicht sollte man das wieder zumachen? Ah, macht's schon allein. Was habe ich denn da eigentlich eingesagt? Ein Schlüssel. Vielleicht ein Tresorschlüssel. Die Decke ist mit einem ungewöhnlichen Symbol bestickt. Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als kleines Mädchen durfte ich mit meinem Vater manchmal in den Bateau Mouche mitfahren, wenn ich brav war. Imelda hat Talent, aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Eine Tube Acrylfarbe im Farbton Französisch Ultramarin. Genau die Farbe, die ich für mein Badezimmer suche. Es tut mir leid, ich muss gehen. Jemand ist... Junge Dame, was genau tun Sie da eigentlich? Diese Farbe, das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Güte, dann behalten Sie das Zeug von mir aus. Ein herrlicher antiker Tisch. Eine mittelalterliche Prozession. Zweifellos ein Original. Die Wandteppiche müssen ein Vermögen gekostet haben. Ja, aber der ist nicht aus dem Mittelalter. Das ist frühe Neuzeit. Sieht nach Barock aus. Der zeigt bloß eine mittelalterliche Prozession.
Wobei. Könnte auch ein. Sieht aus wie eine Krönungsszene, keine Prozession. Egal. Es gibt niemanden, den ich anrufen will. Nicht bevor ich diesen Fall gelöst habe. Verzeihen Sie, Madame. Ja? Es tut mir leid wegen Ihres Verlustes, Madame. Nein, tut es nicht. Sie sind Journalistin. Journalisten tut nie etwas leid. Das stimmt nicht. Wir werden ja sehen. Woher kannte Ihr Mann meinen Vater? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie kannten ihn nicht? Thierry Collard? Pierre kannte eine Menge Leute, von denen ich nie gehört habe. Vor allem natürlich Frauen. Warum sollte ein Pantomime ihren Mann umbringen? Pierre hatte viele Feinde. Allen voran schon mal die Hälfte aller Pariser Ehemänner. Also für mich hört sich das an, ob das hier ihre Stimme neu aufgenommen wäre und das hier eine alte Tonaufnahme wäre. Warum wollte ihr Mann... Ich habe keine Ahnung. Seine Geschäfte waren seine Sache. Hat er Ihnen nie etwas erzählt? Nein. Und offen gesagt war es mir auch lieber so. Das ist ein ziemlicher Coup für Sie, was? Ich nehme an, Sie formulieren im Geiste schon die Schlagzeile. Hören Sie, nur weil ich Journalistin bin... Erzählen Sie mir doch nichts. Ihr seid doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Haben Sie überhaupt sowas wie ein Gewissen? Ja, darum mache ich ja diesen Job. Quatsch, Sie wollen doch nur Ihren Namen auf der Titelseite sehen. Schön wär's. Aber in der Autorenzeile steht mein Redakteur, ich mache nur die Drecksarbeit. Erwarten Sie jetzt aber bitte kein Mitleid, ja? Die Polizei wird bald hier sein, Madame. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen? Freunde, Familie? Nein, ich habe keine Verwandten. Pierre und ich waren... Er war alles, was ich hatte. Nicht gerade viel, was? Die ergebene Gattin, das war meine Rolle. Aber er hat nie was erzählt, mich nie eingeweiht. Ich weiß nur eines sicher, Madame. Was? Wenn Sie herausfinden wollen, wer Ihren Mann umgebracht hat, dann lassen Sie mich das ermitteln. Nicht die Polizei. Warum? Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ihr Mann hat mich heute hierher eingeladen, weil er mich brauchte. Ich glaube, er wusste, dass ihn jemand ermorden wollte. Und er wusste auch, dass ich ihm helfen könnte. Ich bezweifle, dass er es auf Ihre gut gebaute Datenbank abgesehen hatte. Sie irren sich. Ich bin sicher, ich war seinem Mörder bereits auf der Spur. Bitte. Sie schulden es ihm. Also ich weiß nicht... Alles, was ich brauche, sind ein paar Minuten, in denen ich mich in Ruhe umsehen kann, bevor die Polizei eintrudelt. Sie haben wirklich ein Gewissen, oder? Ich vertraue so wenigen Menschen. Und vielleicht glaubte Pierre wirklich, dass Sie ihm helfen könnten. Was ihn natürlich nicht davon abgehalten hätte, Sie trotzdem zu verführen. Hier, nehmen Sie das. Das ist der Schlüssel zum Salon. Neben der Bibliothek am Ende des Flurs. Das war Pierres Zimmer. Ich bin selten da reingegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte zu viel Angst davor, was ich da finden könnte. Vielen Dank. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Das hat ja aus. Soll ich schon gehen? Nein, hier gibt es bestimmt noch mehr zu finden. Imelda hat Talent, aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Wie kommen wir da nach rechts? Ah, okay. Die Tür ist verschlossen. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Das Gemälde zeigt die Carchons zusammen. Verliebt. Wie der Dichter schon sagt, die Vergangenheit ist ein anderes Land. Oder habe ich das in einem Glückskeks gelesen? Hört sich am Glückskeks an. Ja.
Wie zu erwarten war, ist auch der Schreibtisch eine unbezahlbare Antiquität. Gähn. Das Löschpapier und das Eingangskästchen sind mit mathematischer Präzision ausgerichtet. Ich brauche kein Blatt Löschpapier. Zumindest kein leeres. Das ist kein Bleistift und Weichen, mein Mann. Ich will das Kästchen nicht mitnehmen, aber ich weiß, was ich damit anfangen kann. Mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Es ist ein geschnitzter Elefant. Aber nicht irgendein geschnitzter Elefant, sondern ich weiß, wer ihn geschnitzt hat. Mein Vater. Ich bin sicher. Denn in meiner Wohnung steht das exakte Zwillingsstück, das mein Vater in eine Schatulle geschnitzt hat. Also kannte Carchon meinen Vater. Sie müssen wirklich befreundet gewesen sein. Ich beschließe, den geschnitzten Elefanten mitzunehmen. Ganz offensichtlich bedeutet er Imelda nichts. Bild von Napoleon. Abgeschlossen. Was mich nicht wirklich überrascht. Vielleicht passt sie auch. Es funktioniert nicht, aber es wäre eine schöne Überraschung gewesen, wenn doch. Nicht unbedingt. In so alten Häusern gibt es oft Türen. Also die Schlösser sind ja nicht moderne Sicherheitsschlösser. Da war das Ganze unüblich, dass man einen Schlüssel hatte, der für mehrere Türen passt. Ein Generalschlüssel. Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um mich auf das Sofa zu legen und meine Marie-Antoinette-Nummer abzuziehen. Auch wenn die auf Partys immer ganz toll ankommt. Besonders bei schwulen Jungs. Frag mich nicht, warum. Neoklassizist, also in Frankreich nennt sich das, glaube ich, imperialer Stil, oder? Also das Haus hier oben mit den Adlern und diesen römischen Symbolen, römisch-republikanischen. So, jetzt aber mit dem Löschblatt kann man bestimmt irgendwas machen. Das Löschpapier würde die Farbe einfach so aufsaugen. Aber der Ansatz ist schon brauchbar. Ja, hätte ich einen weichen Bleistift. Ich brauche kein Blatt Löschpapier. Kohle? Zumindest kein leeres. Kohle? Irgendwas in der Hinsicht. Aber ich habe nichts, was dafür... Woher nehmen und nicht... Gut, stehen tut sie eh die ganze Zeit. Kein normaler Mensch hat so einen aufgeräumten Schreibtisch. Beziehungsweise so ein Zimmer hat ja eh keine, also so ein Arbeitszimmer. Das ist ja kein Arbeitszimmer, das ist ja auch so Deko. Normale Menschen haben Regale mit Ordnern und... Tja. Ich sehe hier sonst nichts. Ich brauche kein Licht anzumachen, es ist schon hell genug. Tja. Haben Sie etwas Hilfreiches gefunden? Diese Schnitzerei. Was wissen Sie darüber? Sie gehörte Pierre. Was hat denn eine Statue mit... Bitte, ich muss es wissen. Er bekam sie von einem Freund. Hatte irgendwas mit Afrika zu tun. Mehr hat er Ihnen nicht erzählt? Nein, aber ich glaube, sie war ihm wichtig. Sie war immer ausgestellt. Warum? Mein Vater hat sie geschnitzt. Oh, ich verstehe. Das wusste ich nicht.
Nur eines noch. Es mag vielleicht komisch klingen, aber hat Ihr Mann jemals etwas erwähnt wie... Naja, hat er mal etwas von einem Pinguin erzählt? Oder einem Schneemann? Wie bitte? Ich verstehe nicht ganz. Er hat nie Leute erwähnt, die sich als Pinguin verkleiden? Nico, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Meine Liebe, Sie sollten gehen, bevor die Polizei da ist. Die wird viele peinliche Fragen stellen. Ich bin dankbar, dass Sie geblieben sind. Sie waren sehr freundlich. Bitte rufen Sie mich an, wenn ich irgendwas für Sie tun kann. Ich hatte Sie falsch eingeschätzt. Sie hatte allen Grund, verbittert zu sein, wenn sie mit einem Typen wie Carchon zusammenlebte. Was man so hört, war nichts und niemand in seiner Nähe sicher. Vielleicht hätte ich doch auch die Katze verhören sollen. Es gibt niemanden, den ich anrufen will. Nicht bevor ich diesen Fall gelöst habe. Also ich wäre das Gefühl nicht los, dass ich, wenn ich irgendwas hätte mit dem auf dem Lüsch, auf dieser Unterlage irgendwas herausfinden könnte. Testen wir mal, ob das Spiel mich gehen lässt. Soll ich schon gehen? Nein, hier gibt es bestimmt noch mehr zu finden. Aha, hab ich mir schon fast gedacht. Irgendwas ist hier nämlich noch. Das finde ich übrigens ein interessanter Ansatz von dem Spiel, dass es mich nicht Schauplatz, also zumindest keinen solchen Schauplatz verlassen lässt, ohne dass ich hier alles quasi gemacht habe, was wirklich wichtig wäre für die Handlung, damit das Spiel auch lösbar bleibt. Wenn ich nicht jetzt einfach gegangen wäre, schon vorhin, statt nach rechts in den Raum, da hätte ja zum Beispiel Elefant und so Geschichten, hätte ja sein können, dass das eine wichtige Sache wird für die Geschichte und die hätte ich ja dann gar nicht. Das ist aber, glaube ich, immer das Problem, wenn man Örtlichkeiten hat, die man nicht nochmal betreten kann. Und in dem Fall glaube ich ja, dass die Geschichte es ja auch nicht hergeben würde, wenn ich einfach mal zum Freundschaftsbesuch mal wieder bei Imelda vorbeikomme. Bei einem Adventure, das hauptsächlich mit offenen Räumen arbeitet, in denen man immer wieder vor- und zurückgehen kann. Ist sowas ja gar nicht notwendig. Jetzt aber wirklich... Also gerade eben komme ich hier nicht weiter. Deshalb würde ich sagen, ich setze mal einen Cut. Aus Sicht des Infraktor Games Archivs haben wir ohnehin schon mal grundsätzlich jetzt festhalten können, okay, diejenigen, die Baphomets Fluch, Querschnitt, Broken Sword noch nicht kannten, die wissen jetzt, dass es das gibt. Die wissen jetzt auch, also ihr wisst jetzt auch, dass es ein Point-and-Click-Adventure ist in der Comic-Optik. Es ist mittlerweile 20 Jahre, roundabout 20 Jahre alt. Gut, in der Director's Cut-Version haben sie es ein bisschen aufgehübscht. Lässt sich immer noch gut spielen. Ihr wisst jetzt auch, was man hier macht, nämlich wir lösen, also es fängt zumindest an mit dem Mord von einem Schürzenjäger, berüchtigten und Politiker, Freund des verstorbenen Vaters unserer Darstellerin. Wobei, das ist ja nicht die einzige. Also normalerweise haben wir hier noch diesen blonden Knaben, dessen Namen mir gerade entfallen ist, am Start. Sie ist ja diese zweite Protagonistin, die können wir, glaube ich, auch erst steuern seit dem Director's Cut. Ich habe einen anderen Baphomets-Teil im Hinterkopf. Also irgendwie habe ich einen Teil im Hinterkopf, wo auf so einem Platz anfängt mit dem blonden Typ. Das ist vielleicht Teil 2. Ich weiß nicht mehr. Ist ja auch wurscht. Tut hier auch erstmal nichts zur Sache. Ist ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure. Wir sammeln Zeugs ein. Wir schauen uns Schauplätze an. Sie macht davon sich Notizen in dem Buch. Es ist kein lustiges Point-and-Click-Adventure. Wir haben hier also kein Spiel vor uns wie Deponia oder Unwritten Tales und solche Geschichten, wo wir im Prinzip eine fröhliche Geschichte vor uns haben. Hier haben wir eine relativ ernste Verschwörungsgeschichte, Kriminalfallgeschichte vor uns. Sehr erwachsen von seiner vom ganzen Handlung, von der Darstellung. Ist also auch kein Spiel für Kinder. Auch wenn wir jetzt bei dem Erschossenen nichts in dem Sinn gesehen hätten, wo man sagen müsste, da könnte man jetzt ein USK 16 oder so drauf knallen. Das bleibt alles im Rahmen. Aber trotzdem ist das schon eine erwachsene, eine ernsthafte Handlung. Ich würde sagen, wir haben erstmal jetzt für unser Archiv erstmal einen Anfang. Ich komme wieder her. Das
schauen wir uns doch weiter an. Das sind einfach Klassiker. Da müssen wir noch ein bisschen mehr spielen. Jetzt zocke ich aber erstmal weiter ins nächste Spiel. Wir sehen uns hier wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.